Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Ihrem AIDA Primetime Magazin heute am 4. Advent. Noch 6 Tage, dann ist Heiligabend und bis dahin versüßen wir Ihnen die Zeit mit diesem wunderbaren AIDA Primetime Magazin. Viel Spaß! Und jetzt in dieser wunderbaren Adventszeit habe ich für Sie mal einen ganz persönlichen Reisetipp. Ich glaube, es ist das erste Mal seit 31 Folgen, dass ich einen persönlichen Reisetipp habe. Wenn ich die Zeit hätte und wenn ich könnte, dann würde ich AIDA pur fahren. Kennen Sie das? Im nächsten Mai zwischen Dubai und Mallorca ist ein Schiff unterwegs, nur mit Seetagen. Man hat endlich mal Zeit, das ganze Schiff für sich zu entdecken, sich um sich selber zu kümmern, neue Eindrücke mitzunehmen. Da wird die Konditorweltmeisterin dabei sein, Wayne Morris wird da sein und das Schiff so richtig rocken. Franz Schneed wird mit den Gästen kochen und. Ein ganz spannendes Programm. Aber das wirklich Spannende auf so einer Reise, das wirklich Tolle ist, wenn Gäste und Crew zusammen sich Sachen ausdenken, Sachen machen und so ein bisschen wie eine Familie zusammenwachsen. Das ist ein großartiges Gefühl. Wir haben es auf der Bella, auf der letzten Transreise erlebt. Da ist dann der Weltenbummler-Chor entstanden, ganz auf eigene Initiative. Gucken Sie mal, was die Tolles zusammen gemacht haben. Nur noch wenige Minuten, dann wird Geschichte geschrieben. Heute ist der 10. Dezember und unsere Gäste sind seit dem 30. Oktober bei uns an Bord. Der Transasien-Chor, der wird heute bei uns auf der Bühne stehen. Und wir sind alle mit dabei und gleich geht's los. Viel Spaß! Transasien-Reise AIDA Bella 2016. Geht auf die Bühne, habt Spaß. Nämlich alle werden sich freuen, euch zu sehen. Macht einfach viel. Wir sagen ganz herzlichen Dank, dass ihr uns diese schöne Reise geboten habt. Diese vielen kleinen Annehmlichkeiten auch dazu. Und ich denke, wir alle hatten eine wunderschöne Zeit miteinander. Ja, ja. Hier ist der Weltenbummler-Chor von AIDA Bella. Weil viele von uns ja noch so richtig im Vorweihnachtsstress sind und noch nicht alle Geschenke zusammen haben und so, habe ich mir gedacht, jetzt gucken wir uns mal was richtig Schönes an. Boris Henn auf Santorin mit den Gästen. Viel Spaß! Die weißen Häuser sind natürlich charakteristisch für Santorin. Pyrgos heißt der Ort, in dem wir jetzt unterwegs sind. Über den Dächern von Pyrgos im perfekten Sonnenlicht zum Fotografieren. Aber wir sind ja nicht das einzige Team, das unterwegs ist. Deswegen mal die Frage an die Kollegen. Habt ihr mit dem Aufstieg schon angefangen? Hallo Boris, noch nicht ganz, aber wir gehen jetzt hoch. Boris, wir haben es geschafft. Super Ausblick hier oben. Der Vulkan bricht aus. Ja, hallo. Bevor wir aufs Boot gehen, wollte ich fragen, ob ihr alle schöne Fotos gemacht habt. Denn wir fahren jetzt gleich weiter zu den Thermalquellen.
Ja, wer hier den Fotoapparat nicht dabei hat, ist selber schuld. Denn gerade Santorin ist natürlich eine Insel. Man kann sich in jede beliebige Ecke drehen und überall sind Fotomotive. Die Gäste fotografieren ganz, ganz fleißig. Überall blickt man auf wunderschöne Häuser, auf diese typischen Kuppelhäuser hier auf der Insel. Und das ist das, was wir die ganze Zeit schon tun, auch weiterhin tun werden, fotografieren. Wenn man so eine Stunde hier rumrennt, dann wird es ganz schön warm und eigentlich wäre es super, genau da jetzt reinzuspringen. Und ihr seid wahrscheinlich schon am Start, oder? Ja, wir sind schon voll dabei. Ach, Bahn macht so hungrig. Boris, wir wären jetzt gern bei euch. Griechischer Wein ist so wie das Glück der Erde. Wir wissen das natürlich alle. Wir haben was zu trinken, wir haben was zu essen. Die beste Gelegenheit zu sagen, Yamas! Unsere kleine Bildungsreise ist vorbei. Wir sind wieder in Fira angekommen. Auf dem Krater natürlich, hier oben, wo die Ortschaft liegt. Und wir nehmen gleich die Seilbahn, die bringt uns dann runter in den Hafen. Aber solange genießen wir natürlich den schönsten Selfie-Spot des Ortes. Die wunderbare Aussicht auf die Caldera und natürlich auf unsere wunderschöne Aida Bella. Kennen Sie eigentlich die Christmas Challenge auf unserer Facebook-Seite? Jedes Schiff hat einen Film abgegeben und da sind wirklich ganz, ganz tolle Sachen bei rausgekommen. Macht richtig Spaß, sich das anzugucken und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie abstimmen würden. Ansonsten war der Weihnachtsmann ja auch auf den Schiffen jetzt richtig aktiv. Er war gerade auf Aida Aura. Gucken Sie mal, viel Spaß. Guten Morgen, Samstag. Super Nachtalag, wer war? Feliz Navidad! Ho, ho, ho! Happy Holidays! Wie sagt ihr in Portugal zu Frohe Weihnachten? Oh, bei uns sagen wir Feliz Natal. Счастливо Рождество! Fröhliche Weihnachten! Glück und Felici! Frohe Weihnachten miteinander! Da bin ich скоро домой! Maligai Pasko! Selamat Hari Natal! Kuschalmoli Natal Adida! Wo ist denn der Weihnachtsbaum? Vor 2 Wochen habe ich diese Tüte Schokonüsse bekommen. Ich habe keine einzige selber gegessen und die Tüte ist 3/4 leer. Ich muss dringend mit meinem Kollegen Fabian sprechen. Ich habe ihn schwer in Verdacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten, neben der Aida Pure Reise haben wir für Sie noch wunderbare andere Reisen. Gehen Sie ins Reisebüro oder auf www.aida.de, da erfahren Sie mehr. Und jetzt für Sie die Verlockung der Woche. Bitte schön. Aida ist unterwegs im Karibischen Meer. Wir reisen zunächst von Barbados nach St. Lucia, Dominica und Guadeloupe. Weiter geht es nach Antigua und La Romana. Die nächsten Inseln, die wir besuchen, sind die ABC-Inseln Aruba, Curaçao und Bonaire. Wir machen noch Halt in Grenada und St. Vincent und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Barbados. Stunden live von Bord von Aida Prima und ich hoffe, Sie sind mit dabei am 28. Dezember zu unserem großen Weltrekordversuch, der längste Jahres-Live-Rückblick. Guckst du? Ich gucke 24 Stunden durchgehend. Ehrlich? Jawohl. Und Sie sind hoffentlich mit dabei. Wenn Sie wollen, bewerben Sie sich noch bei uns. Viele kreative Zuschriften haben wir bekommen. Es geht um einen Gastkünstler, der bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer seinen Auftritt macht. Hast du dich beworben? Ich darf mich nicht bewerben, ich arbeite ja hier. Ach so. Meine Mutter hat sich auch beworben, wurde aber abgelehnt. Das ist okay.
das ist okay. Tut mir leid, Mutti. Dafür hat jeder andere die Chance, mit dabei zu sein. Also schreiben Sie uns primetimetv@aida.de. Was ist mit den beiden da eigentlich los? Und jetzt zum vierten Advent die schönsten Bilder der Woche. Viel Spaß. Die Kollegen von der Stella haben im Hintergrund gesungen. Hören Sie das mal an. Großartig. Still und starr ruht der See. Weihnachtlich glänzet der Wald. Freue dich's Christkind, kommt bald. Ja, gut. Sie hat doch Hintergrund gesungen. Ja.